wünsche dir einen entspannten und schönen Tag und heiße dich ganz herzlich willkommen zu deinem Piraten-Guerilla-Podcast von Seom im Zeichen des Guten. In dieser besonderen Folge möchte ich mit dir über den Wind des Lebens sprechen. Das ist eine Folge, die von Johanna und mir gemeinsam kreiert wurde. Eine Folge, über die wir lange gesprochen haben und die dadurch entstanden ist, weil es jetzt gerade in unserem Leben besonders aktuell ist. Und wir glauben, dass wir gemeinsam durch unsere Geschichte auch für deinen Weg inspirieren können, weil wir uns ja gerade alle in Zeiten befinden, in denen mehr denn je Flexibilität und Annahme gefordert ist. Und deshalb will ich dir in der Folge hier Wege zeigen, wie du der Symphonie des Windes deines Lebens lauschen kannst und deine Segel so setzen kannst, dass du zu den wundervollsten Atollen der Freude getragen wirst, egal wie und wann sich der Wind dreht. Und so erwarten dich zwei Songs, eine Zen-Geschichte, sehr persönliche Einblicke in unser Leben und es ist zugleich die erst letzte Folge vor der Sommerpause meines Podcasts. Und so wünsche ich dir jetzt nochmal ganz, ganz viel Spaß, Inspiration und vor allem Freude beim Eintauchen und beim Lauschen des Windes unseres Lebens auf den Meeren deiner unbegrenzten Möglichkeiten. Lehn dich zurück, öffne dein Herz und viel Freude. Das Leben ist wie der Wind. Das bedeutet, du kannst es nicht halten. Es fliegt. Es ist grenzenlos. Und auch wenn wir denken, dass wir es fassen könnten und einrahmen möchten und halten wollen, ist es eine Illusion. Und diese Illusion kann zu großem Leid führen. Kann aber auch zu großer, großer Freude führen. Und das ist ein so zentrales Thema, ein so wichtiger Aspekt unserer Existenz, dass diese Folge deshalb als letzte Folge vor der großen Pause so wichtig für mich ist, für uns ist, für Johanna und für mich. Und ich will dir erzählen, wie sie entstanden ist. Ich hatte am letzten Wochenende drei grandiose Konzerte. Wir waren in Zürich. Wir waren endlich wieder auf Tour. Es war wunderschön. Ich war mit meinem Team da, mit Mona, das ist Johannas beste Freundin, und mit Pascal und wir hatten ganz viel Freude. Es war ein so erfüllendes Konzert, drei so erfüllende Konzerte. Die Menschen haben gesungen, gejubelt, getanzt. Es war ein grandioser Raum der Verbundenheit. Gefühlt, als ob 10 Jahre keine Konzerte stattgefunden hätten und jetzt endlich wieder gemeinsam Verbundenheit zelebriert wurde. Und das hat uns alle tief berührt. Ich lag nach dem dritten Konzert wirklich weinend in den Armen von Mona, weil es so schön war. Und ich glaube, die Menschen haben das auch alle gespürt und so gefühlt. Und wir haben Johanna natürlich auch teilhaben lassen, weil Johanna ja immer Teil des Weges war. Johanna und ich waren immer auf Tour, waren immer zusammen auf all den Konzerten. Und jetzt folgen wieder jedes Wochenende Konzerte in vielen Städten. Und Johanna ist nicht dabei und das ist natürlich mega schade für uns gerade, aber eben Teil des aktuellen Weges. Und wir möchten einfach, dass unser Sohn das selbst entscheiden kann, dass er uns das Zeichen gibt, wann er bereit ist, wann er Freude daran hat, mit auf diese großen Reisen zu gehen. Es sind ja lange Autofahrten, es sind fremde Räume, es sind Hotelzimmer. Es sind einfach viele Faktoren, die für ein so kleines Wesen jetzt noch ziemlich anstrengend wären. Und wir haben gemerkt, dass Autofahrten, die über 1-2 Stunden gehen, momentan noch nicht an der Zeit für ihn sind. Und das wollen wir achten und ehren. Und das ist einfach unser Akt der Hingabe für ihn, dass wir dadurch getrennt leben für diese 2-3 Tage, was sich für uns extrem lang anfühlt, weil Johanna und ich fast nie getrennt sind oder waren. Wir arbeiten, wir erschaffen gemeinsam, wir sind all die Momente zusammen. Wir waren auf Weltreise, 6 Monate, 24/7 zusammen.
und eben auch auf den Konzerten, auf der Tour immer. Und deswegen sind 3 Tage für uns eine größere Zeit, also größer als vielleicht für andere Paare, die das mehr gewohnt sind, sich seltener zu sehen. Und all diese Erfahrungen, diese schöne Zeit in Zürich, die wirklich ganz berührend war, die hat Johanna so ein bisschen in so eine Traurigkeit geführt. Und da haben wir ganz ehrlich drüber gesprochen, weil sie gespürt hat, so wie es jetzt war, dass wir gemeinsam auf Tour sind, das alles gemeinsam erleben, zusammen bei den Fans sind, die Konzerte spielen, in den Hotels sind, das wird jetzt so erstmal nicht mehr sein. Und auch wenn es mit Finn wieder geht in 1-2 Jahren, dann wird es anders sein. Und dieses Gefühl der Autonomie zu zweit als Paar, all das zu erleben, ist jetzt erstmal so nicht mehr vorhanden. Und das führt zu dieser Folge, zum Wind des Lebens, weil Johanna mir so schön erklärt hat, im ersten Moment wollte sie das festhalten und hat gespürt, das geht nicht mehr. Wir wollten ja so gerne auch ein Kind haben und wir sind so glücklich mit unserem Sohn und das ist ein solches Geschenk. Und wenn du so willst, ist das der Preis dafür, wenn wir unser Leben so weitergelebt hätten, dass wir jeden Dienstag einen Wellness-Tag machen in wunderschönen Thermen und all die Wochenenden zu zweit auf Tour sind, dann hätten wir dieses Riesengeschenk unseres zauberhaften Sohnes nicht und wir würden ihn gegen nichts auf der Welt tauschen wollen. Und trotzdem ist es so wichtig, dass man auch mal ehrlich sagen darf, es ist so schade, dass es jetzt nicht mehr so ist, wie es war. Und so wollen wir, dass diese Folge für dich und dein Leben hilfreich sein kann. Schau, vielleicht hast du dich von jemandem getrennt, vielleicht fühlst du dich alleine, vielleicht möchtest du Momente von früher festhalten, als du in einer Beziehung warst, als du vielleicht in einem anderen Freundeskreis warst. Vielleicht bist du älter geworden und denkst oft an deine Zeit zurück, als du jünger warst und würdest das gerne festhalten. Oder vielleicht hast du Kinder, die immer älter werden und du sehnst dich so danach, dass sie nochmal klein sind, dass du sie kuscheln und streicheln kannst, dass du dich um sie kümmern kannst. Und es gibt so viele Optionen, in denen wir das Leben festhalten wollen. Und doch dürfen wir immer wieder lernen, dass wir eben nichts wirklich festhalten können. Und es gibt Wege, dieses vermeintliche Leid zu einem Akt der Freude werden zu lassen. Und davon handelt diese Folge. Und deshalb ist es eine sehr persönliche Folge und der schöne Abschluss, bevor wir jetzt in eine größere Pause mit euch gehen. Während ich diese Konzerte spiele, ist Johanna mit Finn zu Hause und sie hält den Raum und sie ermöglicht mir, all das zu tun. Gerade jetzt kümmert sie sich darum, dass ich diese Folge aufnehmen kann. Ich habe bei meinem 3. Konzert in Zürich auf der Bühne ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der größte Applaus Johanna gilt, weil sie dafür sorgt, dass ich hier stehen kann, sie den Raum hält, dass ich diese Tour spielen kann, in Zürich sein kann und mit den Menschen zusammen das Leben und das Gute zelebrieren kann. Und es gab einen frenetischen Applaus für Johanna. Weil alle gefühlt haben, dass es ohne ihre Kraft nicht geht. Und so ist es bei all den Müttern da draußen, die so viel Kraft haben, die so viele Räume halten, so da sind, natürlich auch so viele Väter. Doch das hat immer mit gewissen Einbußen zu tun, mit gewissen Dingen, auf die man verzichtet. Und Johann Wolfgang von Goethe sagte mal so schön, das Leben gehört dem Lebendigen an. Und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Und so ist es wie eine Symphonie aus Tönen, die wir alle genießen können, wenn wir erkennen dürfen, dass jeder Ton vergeht, damit der nächste kommen darf. Und ich habe das so stark gespürt, als mein Daddy gestorben ist, dass wir nichts festhalten können, dass wir Menschen nicht festhalten können, dass wir Momente nicht wirklich festhalten können und dass all die Momente, die dann gehen, Schmerz erzeugen können und
auch die Option, die Möglichkeit für großartige Momente der Freude in sich tragen. Und Johanna hat es in dem Moment so schön gemerkt und das möchte ich gerne mit dir teilen. Sie saß zu Hause, Finn war auf ihrem Schoß, sie hatte Videos von uns gesehen. Wir haben zusammen immer Videocalls gemacht, damit sie mit dabei ist so ein bisschen. Und sie hat gespürt, sie wäre so gerne da und hat dann Finn angeschaut und hat gespürt, wow, das ist das große Geschenk, das hier auf uns wartet. Und dann hat sie mit Finn gekuschelt und hat gesagt, sie hat noch nie so liebevoll und so schön mit unserem Sohn gekuschelt wie in dem Moment, weil sie gespürt hat, dass es das ist, was sie geschenkt bekommt. In genau diesem Moment, jetzt. Und so können wir uns immer wieder auf den Moment konzentrieren, in dem wir sind, in den Moment zurückkatapultieren, der jetzt stattfindet, um anzuerkennen, um wertzuschätzen und in Demut und Dankbarkeit zu sehen, was wir gerade haben, was das Leben uns schenkt und präsentiert. Und im ersten Moment nehmen wir es vielleicht nicht gleich wahr, weil wir so sehr damit beschäftigt sind, auf das zu schauen, was uns entgeht. Und dabei übersehen wir das allergrößte Glück, das es nur gibt, direkt vor unseren Füßen. Wie die schöne Geschichte von Eckhart Tolle, als er erzählte, wie ein Bettler auf einer Kiste sitzt und alle Menschen nach Geld fragt, bis einer der Menschen nach Jahren, der vorbeiläuft, mal fragt, was denn in der Kiste ist, auf der der Bettler sitzt. Und er sagt, er hat noch nie reingeschaut, er steht auf, öffnet die Kiste und sie ist voller Gold. Und so sitzen auch wir auf Kisten voller Gold und haben die schönsten Momente um uns herum, wenn wir lernen, sie anzuerkennen. Und deshalb möchte ich diese Folge diesem Thema widmen. Deshalb haben wir uns überlegt, welche Wege uns helfen und möchten die mit dir teilen. Und sie können dir in vielen Situationen helfen. Vielleicht, wenn jemand gestorben ist, vielleicht, wenn Momente weiterziehen, wenn Menschen dich verlassen, wenn Kinder größer werden. Es gibt so viele Optionen, wo wir das Loslassen üben dürfen. Und auch wir wissen, dass Finn größer werden wird und dass jeder Moment einzigartig ist. Mittlerweile ist unser Sohn 8 Monate und wir sehen jetzt schon, dass so viele zauberhafte Momente, als er ganz klein war, schon vorbei sind. Und wir haben sie so intensiv genossen und erlebt, wie man das nur tun kann und spüren dennoch, dass wir annehmen dürfen, dass er sich immer weiterentwickeln wird und dass die Tour erstmal ohne Johanna stattfindet. Und dass sie nicht mit kann, macht sie zwar zuerst traurig, aber dann kuschelt sie mit Finn und genießt, dass sie dort ist. Weil sie weiß, dass auch das nur deshalb geht. Weil sie durch unsere Entscheidung, dass sie den Raum mit Finn gerade hält, dieses zauberhafte Wesen bei sich hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, mit dem Wind zu fließen. Du weißt vielleicht, ich bin leidenschaftlicher Windsurfer und das ist die größte Regel im Surfen. So, schau in die Richtung, in die du fahren willst und nutze den Wind. Und du kannst mit dem Wind zu den wundervollsten Momenten getragen werden. Gerade wenn du surfst, kann der Wind dich zu den allerschönsten Euphorieschüben deines Tages führen. Doch wenn du gegen den Wind arbeitest, wenn du versuchst, den Wind zu kontrollieren, wenn du mit Kraft gegen den Wind gehst, dann wird er dich in die Knie zwingen. Und zwar auf eine ganz, ganz direkte und unüberbrückbare Art und Weise. Der Wind, die Wellen, die Kraft der Natur ist 100.000-mal stärker als wir Menschen. Und in dieser Analogie spürst du sofort, wenn du lernst zu surfen, wenn du lernst, die Kraft des Windes für dich zu nutzen, dann wirst du Freude empfinden, dann wirst du Kraft entwickeln, dann wirst du wacher sein, dann wirst du präsenter sein. Und es beginnt immer wieder in diesem einen Moment. Genieße jeden Moment. Jeder Moment beginnt immer wieder von vorne. Und die Kunst liegt einfach darin, dass wir nicht an der Vergangenheit hängen, dass wir, wenn dieses Gefühl auftaucht, dass du etwas verpasst, was früher da war, wie beispielsweise die schönen Wellness-Tage, die ich mit Johanna jeden Dienstag zelebriert habe, dass du deinem Verstand einfach sagst, die werden golden eingerahmt als eine schöne Erfahrung und wir schauen auf das, was wir jetzt haben. Einen berührenden Waldspaziergang mit unserem Sohn.
in der Natur lernen wir das immer sehr deutlich. Du merkst gerade dort, dass sich alles bewegt, dass nichts stillsteht, dass das erste Gesetz des Lebens darin liegt, dass sich alles bewegt, dass alles fließt. Und deshalb ist ein sehr, sehr hilfreicher Hinweis letztendlich der, dass wir Vergleiche vermeiden. Dass wir uns weder mit anderen Menschen und deren Lebenssituation noch mit unserer eigenen Vergangenheit vergleichen. Denn wenn du deine Unbefangenheit oder deinen Mut als dein 16-jähriges Ich betrachtest, könntest du unter diesem Vergleich leiden und könntest feststellen, dass es sich nicht schön anfühlt, jetzt nicht mehr ganz so unbefangen in Dinge hineinzugehen. Wenn du allerdings deine jetzige Klarheit, deine Stabilität, deine Weisheit in deinem gereiften Alter betrachtest und einfach wertschätzt für das, was sie ist, dann rutschst du nicht so leicht in die Falle dieses Schmerzes. Weil schau, wenn du dich ständig mit anderen vergleichst und bewertest und Unterschiede erkennst, dann wirst du irgendwann immer schlechterer Stimmung sein. Gerade in Social-Media-Zeiten haben wir oft den Eindruck, dass andere schöner sind oder erfolgreicher sind oder klüger sind. Und wir achten nicht mehr auf unsere Ressourcen, nicht mehr auf das, was wir haben. Du siehst den Schatz, auf dem du dich befindest, nicht mehr wirklich. Und das ist zu defizitorientiert, als dass es dir Freude schenken kann. Und deshalb ist es so schön, immer zu betrachten, was du hast. Zu sehen, was du bekommst, anstatt zu sehen, was dir fehlt. Und es führt sehr schnell zu innerem Frieden. Und der kann letztendlich nie aus Unzufriedenheit entstehen. Du musst auf das Gute achten, den Fokus auf das Positive, auf die Stärken, auf die Schätze, auf die Fähigkeiten richten und immer wieder darauf achten und dankbar dafür sein. Johanna und ich haben gerade jetzt in den letzten Wochen wieder begonnen, jeden Morgen, wenn wir unser Müsli essen, die 3 Erfolge des Vortages aufzuschreiben und uns gegenseitig vorzulesen. Weil wir spüren, dass wir so viel deutlicher wahrnehmen, was wir Grandioses erschaffen. Denn oftmals hast du als junger Vater und als junge Mutter das Gefühl, dass du dich im Kreis drehst und dass du vieles nicht ganz so effektiv erledigst, wie du es früher getan hast. Und deshalb sind diese Erfolge, die du festhältst, für die du dich lobst, die du anderen Menschen lobend vor Augen führst, sehr, sehr stark, um deine Selbstwirksamkeit, um deine Zufriedenheit zu stärken und damit deinen inneren Frieden zu bestärken. Alan Watts sagte mal sehr treffend, dass das Leben wie Musik um ihrer selbst willen ist. Das bedeutet, wir leben in einer ewigen Komposition von jetzt. Und wenn wir Musik hören, dann hören wir weder die Vergangenheit und auch nicht die Zukunft. Wir hören einfach eine erweiterte Gegenwart. Und das ist die große Kunst des Lebens. Ich wollte früher auch so viele Momente festhalten. Momente der Freude, Momente auf Bühnen, auch heute noch Momente, die ich mit meinem Dad geteilt habe. Und obwohl ich weiß, dass mein verstorbener Dad immer noch hier ist, dass er nur die Räume gewechselt hat, möchte ich ihn so, so gerne in den Arm nehmen und seine Stimme hören. Und ich weiß, dass nichts stirbt. Und dass sich alles verwandelt. Und wenn ich in dieser Erkenntnis mit dem Gefühl, dass er jetzt bei mir ist, auf das schaue, was ich habe, dann teile ich es mit ihm gemeinsam. Und obwohl er physisch nicht da ist, spüre ich seine und meine Verbundenheit in der Freude auf das, was ich sehe und richte den Fokus nicht auf das, was mir fehlt. Welcher Gedanke dich davon oft abhält, ist der Gedanke, dass du möchtest, dass es so wie früher wird. Und immer wenn wir uns diesen Gedanken einreden und sagen, ich will, dass es unbedingt so wie früher wird,
erzeugen wir Leid und davon hat niemand was. So, wenn du die Situation, in der du dich jetzt befindest, nicht annimmst und nur leidest, dann leidet deine gesamte Umwelt damit. Also deine Freunde, deine Familie, die Welt, deine gesamte gesellschaftliche Umwelt hat nichts davon, wenn du dich auf das konzentrierst, was dir fehlt. Deshalb streiche den Gedanken, ich will, dass es so wie früher wird, aus deinem Geist. Erschaffe jetzt und immer wieder jetzt ein Leben voller Freude, ein Leben in Demut, in Dankbarkeit. Und das bedeutet nicht, dass du Gefühle unterdrückst oder dass du nicht hinschaust auf das, was dir wehtut, sondern dass du den Gedanken auf das, was du früher hattest, was du jetzt vielleicht vermisst, streichen lernen darfst und ihn mit bunten Bildern der Freude für das, was du jetzt hast und was auf dich wartest, ausmalst. Du tauchst sozusagen deinen Pinsel in Glück und formst die Leinwand deiner Gegenwart durch das, was du siehst. Und sei es deine Gesundheit, sei es der Vogel auf deinem Hausdach, sei es der Grashalm, der durch die Erde bricht. Denn wir haben so viel, wofür wir dankbar sein können. Ich habe vor einer Woche auf YouTube ein großes, fast einstündiges Video veröffentlicht mit zwei Stiftungen, denen ich Geld gespendet habe, die Steffen-Lorer-Stiftung und die Stiftung Auswege. Das sind Stiftungen, die Familien mit chronisch kranken Kindern helfen und die ihnen 1000 Euro Förderpakete schicken, um ihnen bei der Behandlung ihrer Kinder in Form von alternativen Heilmethoden zu helfen. Und wenn du diese Geschichten siehst, wenn du diese Geschichten hörst und erlebst, dann spürst du, dass es durchaus großen Grund gibt, dankbar zu sein und demütig zu sein für das, was du hast. Für deine Kinder, für deine Gesundheit, für deinen Frieden, für die Art und Weise, in der wir hier leben dürfen. Und das führt zu großem Frieden mit dir selbst. Denn, weißt du, wenn du mit dir selbst Frieden schließen willst, dann musst du akzeptieren, was ist. Und dann wirst du dich zugleich immer mehr lieben lernen, weil Selbstannahme, Selbsterkenntnis und Selbstliebe unbedingte Voraussetzungen für inneren Frieden sind. Und das Schöne ist, dass du jeden Tag, jeden Moment den Schlüssel zu dieser wundervollen Schatztruhe, zu diesem Land, das sich hinter einer kleinen Tür befindet, in deiner Hand hältst. Du kannst öffnen, jederzeit. Dafür bedarf es eines kleinen Schrittes und der lautet Achtsamkeit. So achtsam zu leben bedeutet letztendlich, das Tor zu deiner inneren Schatzkammer zu öffnen. Das bedeutet, dass du einfach im Augenblick bleibst, dass du anhand auf Autopilot durch die Welt zu gehen und nur in dein Smartphone zu starren und ungeheuer beschäftigt bist, dass du dich für die Empfindsamkeit öffnest, für deine Sensibilität. Weil wir so viele Momente voller Zärtlichkeit, voller Sinnhaftigkeit verpassen würden. Und wir sehen auch ganz oft bedeutende Botschaften nicht mehr, wenn wir uns nicht im Jetzt befinden. Wir verlieren die Verbindung zu uns selbst. Und wenn wir uns ständig mit unseren Tablets, mit unseren Laptops oder mit unseren Plänen beschäftigen, dann entfremden wir uns irgendwann immer mehr vom Augenblick. Und letztendlich ist es das Großartigste, was wir haben. Ich erzähle es, obwohl ich es noch nicht immer anwenden kann. Ich kann davon berichten. Aber ich weiß immer wieder, wenn ich es schaffe, diesen gegenwärtigen Moment, diesen Moment der absoluten Präsenz zu erlangen, dass es das Schönste, das Goldenste, das Leuchtendste ist, was es in meinem Leben gibt. Und dann bin ich hellwach durch den Moment. Und wir können das durch Gewahrsein, durch Meditation, durch Atemübung, durch so viele Optionen erlangen. Es ist letztendlich der große Schritt, um dem Wind des Lebens leichter folgen zu können. Immer einzuatmen, auszuatmen und dort zu sein, wo wir sind. Und dann zeigen sich Dinge. Ich erwarte in prophylaktischer Freude jeden Tag großartige Nachrichten und freue mich auf die Zukunft, ohne den gegenwärtigen Moment abzulehnen, weil ich weiß, dass er eh ohne Bewertung stattfindet, dass er ist, was er ist. Und so können wir
ganz achtsam und liebevoll Verbindungen, kleine Fäden knüpfen. Zu unserem Leben und zu dem, was uns wichtig ist. Und wir empfinden dadurch viel schneller Dankbarkeit. Es ist eine körperliche Erfahrung spürbar. Es ist ein Kribbeln, eine Vibration in deinem Körper zu fühlen. Und du wirst dich sehr viel schneller entspannen können. Der großartige Eckhart Tolle sagte mal, dass Veränderung, wahre Veränderung, immer nur innen entsteht und geschehen kann. Und deshalb wird alles von deinem Frieden verwandelt. Wenn du im Jetzt bist und in der Annahme deines Friedens existierst, dann wirst du das ausstrahlen, ob es dir bewusst ist oder nicht. Und es wird sich auf alles um dich herum ausweiten. Es wird alles verzaubern, es wird alles leichter machen, entspannter machen, freier fließen lassen. Und dann kannst du dein Verhalten fast von selbst neu ausrichten und steuern. Weil wir ja ohnehin sehr oft impulsiv reagieren und bestimmte Trigger haben, Sätze, Kritik, Äußerungen, die uns vielleicht stören, die uns selbst immer wieder in das Leid katapultieren. Und wenn wir nicht mehr im Affekt handeln, sondern erkennen, dass wir immer im Jetzt sind, dann werden wir diese Mechanismen ganz bewusst und zugleich unbewusst fallen lassen. Mir hilft dabei eine ganz leichte und schöne Erkenntnis, und es ist eine Übung, die mir in einem Coaching beigebracht wurde, die dir vielleicht auch in deinem Leben helfen kann. Und zwar ist es die einfache Überlegung, was du getan hast, wenn du als Kind wütend warst. Denn meistens wollten wir ja als Kinder irgendetwas haben, haben es nicht bekommen und hatten dann eine unbewusste Taktik, um es zu kriegen. Vielleicht bist du laut geworden, vielleicht bist du aber auch weinend weggegangen. Vielleicht hast du dich versteckt, vielleicht hast du deinen Zugang versperrt, vielleicht bist du aggressiv geworden oder hast Dinge geworfen. Ich habe zum Beispiel sehr viel gesprochen. Ich habe dann immer in ganz vielen Richtungen argumentiert und versucht zu kriegen, was ich will. Und natürlich war ich auch mal laut und dann habe ich auch geweint. Aber das Sprechen, das unaufhörliche Argumentieren war für mich doch immer wieder ein wichtiger Door-Opener, ein Key, wie ich meine Eltern oder Bezugspersonen überzeugen wollte, zu kriegen, was ich will. Und das ist spannend, weil wenn ich heutzutage merke, dass mich jemand trifft mit Kritik, mit Sätzen, dann bin ich vielleicht auch erstmal still und gehe zurück. Und dann merke ich, dass dieses alte Muster einsetzt, dass ich dann viel sprechen will. Nicht zwangsläufig mit der Person, weil in Social Media kannst du die Menschen ja oft gar nicht direkt ansprechen, sondern ich ärgere mich dann drüber und rede dann viel drüber und steigere mich rein. Und das sind Gedanken und Verhaltensweisen, die mir überhaupt nicht gut tun, die mich weg von meiner göttlichen Natur führen, die mich in mein kleines Ego führen und die mich immer kleiner halten und wie so zusammenschnüren. Und in dem Moment, in dem ich merke, dass ich dieses alte Muster bediene, das ich schon bedient habe, als ich klein war, kann ich es unterlassen. Und es ist mega cool, weil du spürst ja sofort durch deine Gefühle, dass du dich gerade klein hältst, dass du gerade etwas tust, was dir nicht gut tut. Und dann ganz bewusst Stopp zu sagen. Hilft unglaublich. Dann beginne 5-mal tief zu atmen. Und lass die Verteidigung fallen. Und dann lass einfach mal das Gegenteil zu. In meinem Fall würde das Gegenteil bedeuten, einfach nicht zu sprechen und einfach in die Stille zu gehen und das zu tun, was ich als Kind dann nicht getan habe. Und um bei dir zu bleiben, wenn du als Kind etwas wolltest, was du unbedingt kriegen wolltest, sei es eine Süßigkeit, ein Spielzeug, was es auch sein mag, du hast es nicht bekommen und du hast dich versteckt, du hast dich eingeigelt. Du hast dir gedacht, die Welt ist gemein und ich rede mit keinem mehr. Dann beobachte mal, wann du so ein Verhalten in deinem aktuellen Leben anwendest. Vielleicht, wenn dich jemand enttäuscht, wenn dich jemand angreift oder wenn du etwas nicht bekommst, was du willst und dich unfair behandelt fühlst, dann versteckst du dich vielleicht nach wie vor auf deine Art und Weise. Und dann beginne 5-mal tief zu atmen. In dem Moment, wo du es merkst, lass deine Verteidigung fallen und tu das Gegenteil. In dem Fall, geh raus und zeige dich. Wenn du geschwiegen hast, dann sprech.
Solltest du in der Vergangenheit bei deinem Verhalten als Kind laut geworden sein, dann werde leise. Und du wirst feststellen, dass du durch diese kleine Achtsamkeitsübung, durch dieses bewusste Wahrnehmen deines Verhaltens, alles veränderst. Es ist wirklich magisch. Man kann es kaum erklären, man kann nur davon erzählen. Du musst es ausprobieren. In dem Moment, in dem du dein altes Muster, das du als Kind angewandt hast, das über 20, 30, 40, 50 Jahre in deinen Zellen abgespeichert war, transformierst und veränderst, entsteht auf einmal Frieden. Auf einmal passiert etwas vollkommen Neues. Du bist bei dir. Du bist in der Situation. Du bist klar. Du bist wahrhaftig. Und du bist frei. Das Coole daran ist, dass nur du das tun kannst. Und so kannst du dem Wind des Lebens folgen. Denn egal was passiert, du entscheidest, wie du darauf reagierst. Und wenn du dem Wind des Lebens folgen möchtest, dann musst du dir deiner Reaktion gewahr werden. Und das Schöne ist, nur du selbst kannst es tun. Weil uns niemand rettet, außer wir selbst. Niemand kann und niemand darf das, nur du. Du selbst darfst und musst diesen Weg gehen. Was mir dabei sehr stark hilft, ist meine Entscheidung für das Glücklichsein. Ich erwähne das auf meinem Konzert immer sehr, sehr lustig, sehr liebevoll. Wenn du uns auf Tour besuchst, dann kennst du bald die Geschichte dazu. Ich habe dieses schöne Konzept der prophylaktischen Freude, es ist letztendlich die Entscheidung, glücklich zu sein. Und das ist absolut möglich. Das bedeutet, dass du ganz bewusst die Entscheidung triffst, dass Glück in dein Leben kommt, dass du ein glückliches Leben führen darfst, dass du privilegiert bist, Glück in deinem Leben zu erfahren. Weil du alles bekommst, was du ausstrahlst, weil alles zu dir zurückkommt und du weißt, worauf du dein Augenmerk richtest, das wird im Mittelpunkt deines Lebens stehen und zu dir kommen. Nicht sofort, ein wenig zeitverzögert und dennoch mit hundertprozentiger Genauigkeit. Also ist es wie ein Naturgesetz, ein universelles Gesetz und du kannst es für dich nutzen, indem du dich ganz bewusst auf Dankbarkeit konzentrierst, auf Hingabe, auf Verbundenheit und auf Liebe und diese Liebe lebst. Und die Entscheidung, glücklich zu sein, hilft dir im Jetzt, auch wenn der Wind sich mal dreht, die Bedingungen für dich anzunehmen. Ich habe jetzt aktuell bei den Konzerten, die ich durchführe, einen unglaublichen Arbeitsaufwand durch die bürokratischen Auflagen, die in diesem Land momentan stattfinden. Ich muss für jedes Konzert ein Hygienekonzept erstellen. Wir müssen unglaublich viele E-Mails schreiben. Ich muss Dinge organisieren, für die ich eigentlich ein 20-köpfiges Team bräuchte. Und an sich ist mein Job, Musik zu machen, Texte zu schreiben, Menschen zu berühren. Momentan mache ich sehr viel andere Dinge, um Konzerte stattfinden zu lassen, die ich auch nur mit halber oder Viertel Besetzung spielen darf. Doch ich entscheide mich fürs Glücklichsein. Ich entscheide mich dafür, das als diesen kleinen Preis zu bezahlen, um dann einen Abend in Verbundenheit zu genießen. Und hier geht es primär nicht ums Geld, hier geht es darum, dass wir in menschlicher Verbundenheit, in Freude, in großer Hingabe und in Euphorie, in Dankbarkeit gemeinsam zelebrieren. Und jeder, der bei den Konzerten in diesem Jahr, die jetzt bisher stattfanden, da war, fühlt, was ich meine. Dass wir als Menschen, dass wir das brauchen und dann nehme ich diesen Preis gerne in Kauf, dass ich unglaublich viele irrsinnige Vorlagen erfüllen muss, um das zu verwirklichen. Und das ist meine Entscheidung, dass Glück meine Superkraft ist und dass ich behütet bin und dass ich auch bei verrückten Auflagen, die vielleicht nicht immer ganz so richtig umgesetzt sind, trotzdem immer behütet sein werde. Und diese Entscheidung, Dinge anzunehmen, wie sie sind, hat sehr viel mit deinem Glück zu tun, mit deiner Harmonie und mit der Kunst, dem Wind des Lebens zu folgen. Und
Dafür habe ich eine wundervolle Zen-Geschichte. Eine Geschichte, die davon handelt, was es bedeutet, Dinge anzunehmen und in Glückseligkeit zu leben. In einer alten Stadt in Japan lebte ein berühmter Zen-Meister. Er war hochgeachtet und die Menschen strömten zu ihm, um sich spirituell belehren zu lassen. Nun geschah es, dass die junge Tochter eines Nachbarn schwanger wurde. Als ihre verärgerten Eltern sie ausschimpften und sie drangen, wer der Vater des Kindes sei, antwortete sie ihnen, es sei der Zen-Meister. Da liefen die Eltern voller Entrüstung zum großen Zen-Meister, machten ihm Vorwürfe und erzählten ihm empört, dass ihre Tochter ihnen gestanden hätte, er sei der Vater des Kindes. Alles, was er darauf entgegnete, war: Ist das so? Der Skandal verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt und über die Stadtgrenzen hinaus. Der Meister verlor seinen guten Ruf. Ihn störte das nicht. Niemand suchte ihn mehr auf. Auch das berührte ihn nicht. Als das Kind geboren war, brachten es die Eltern zu ihm. Ihr seid der Vater, also kümmert ihr euch darum. Der Meister nahm sich liebevoll des Kindes an. Es verging ein volles Jahr. Nach jenem Jahr gestand die Kindesmutter ihren Eltern reuevoll, dass der wirkliche Vater des Kindes der junge Mann aus dem Fleischerladen sei. Vollkommen zerknirscht gingen die Eltern erneut zum Zen-Meister, um sich zu entschuldigen und um seine Vergebung zu bitten. Es tut uns aufrichtig leid. Wir sind gekommen, um das Kind abzuholen. Unsere Tochter hat uns gestanden, dass ihr gar nicht der Vater seid. Ist das so? Das war alles, was er sagte, als er ihnen das Kind reichte. Und mit dieser wundervollen Verhaltensweise, mit dieser schönen Erkenntnis können wir auf so viele scheinbar schlechte Nachrichten in unserem privaten Umfeld reagieren. So, der Zen-Meister hat auf Lüge und Wahrheit, auf schlechte oder gute Nachrichten gleich reagiert. So, er lässt den Augenblick in der Form zu, die er gerade hat. Weil für ihn nur der gegenwärtige Augenblick zählt und der ist, wie er ist. Und die Ereignisse werden von ihm einfach nicht personalisiert. Und so ist er für niemanden das Opfer und wird dadurch vollkommen eins mit dem, was geschieht. Und somit hat das Geschehene keine Macht über ihn, keine Macht über seine Glückseligkeit. Der Zen-Meister nimmt das Kind liebevoll an, und die Kraft seiner Widerstandslosigkeit verwandelt Schlechtes, scheinbar Schlechtes, in Gutes. Und so kann er das Kind auch wieder loslassen, weil er sich stets auf die Anforderungen des gegenwärtigen Augenblicks einstellen kann. Und das Leben stellt uns oft vor solche Proben, vielleicht im Kleineren, doch es ist zweifelsfrei ein stetiger Prozess, ein Prozess des Kommens und des Gehens, weil alles in diesem ständigen Prozess fließt. Und somit dürfen wir unserem Geist erlauben, ruhig zu sein und ganz ruhig in sich zu ruhen. Und dann betrachten wir den Wandel als das, was er ist. Als natürlich, als göttlich. Und das ist eine der grundlegendsten, fundamentalsten Art und Weisen von Praxis, wie wir den Geist entspannen können, in natürlicher Art und Weise, im Gewahrsein, im jetzigen Moment ruhen lassen, um der Natur des Geistes zu erlauben, sich zu offenbaren. Und dafür können wir die Natur nutzen. Du weißt, dass zahllose Studien belegen, dass die Natur beruhigende Wirkung auf den menschlichen Geist hat. Und so kann sich die wahre Natur deines Geistes offenbaren, indem du einen Baum betrachtest, indem du dich im Wald befindest.
Und du machst dir den Effekt ganz einfach zunutze, indem du mehr Zeit in der Natur verbringst, indem du dich bewegst, frische Luft atmest, in der Natur bist, im Wald bist und dadurch tiefer bei dir bist. Und somit fließt du mit den Dingen und bist in deinem natürlichen Zustand, weil alles fließt. Pantare, alles fließt. Exakt so sind wir tiefer und schneller in unserer Dankbarkeit. Dankbarkeit und Liebe beschenken uns immer zweifach. So die Erfahrung, der Mensch oder die Sache, für die wir dankbar sind, ist unser erstes Geschenk. Und das zweite, die Dankbarkeit selbst. Das Gefühl der Fülle, der Freude, der Offenbarung, der Verbundenheit, der Demut. Und das können wir Tag für Tag tun. Auf ganz einfache Art und Weise. Deshalb habe ich die Dankbarkeits-Challenge gemacht, deshalb gibt es die Folge Dankbarkeit. Deshalb ist Dankbarkeit für mich das größte Elixier, um dem Wind des Lebens folgen zu können. Und um Zeichen klarer wahrzunehmen, um der Intuition schneller zu vertrauen, um zu fühlen, was richtig ist. Umso dankbarer du bist, umso leichter wirst du feststellen, wie sich Dankbarkeit anfühlt und umso leichter wirst du in Zeichen, die sich anbahnen, erkennen, ob sie dich zu weiterer Dankbarkeit führen werden. Und in diesem Sinne lade ich dich zum ersten Song der heutigen Folge ein. Es ist die Piano-Version meines Songs »Folge den Zeichen«. Schleier sich lüftet und Formen verweht, wenn der Zauber sich zeigt und der Vorhang sich hebt, wenn der Weg sich magnetisch im Licht transformiert und das alte Alphabet sich still arrangiert, wenn du spürst, dass das Leben dich liebt und du fühlst, dass uns mehr als wir sehen umgibt, wenn das Lied aller Zeiten erklingt zum Gebet, fühlst du, dass die Stille dich trägt, wenn der Himmel sich hebt, alte Angst still verfliegt und der Wind dir erzählt, dass alles sich fügt, wenn der Klang dieser Welt dir den Weg offenbart, hinter jedem Fels und in jedem Flossenschlag, dann folge den Zeichen, sie zeichnen den Weg, du wirst leuchten begreifen, was keiner versteht, wenn der Schleier sich hebt, werden Wunder erkennbar und verbunden, was im Dunkeln getrennt war. Eine Stimme in dir weiß, dass du alles erreichst, was du willst, weil dein Geist alle Schranken vertreibt. Du kannst alles, was du jemals wolltest, erreichen. Vertrau deinem Herz und folge den Zeichen. 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 Sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben. Wenn das Mosaik der Welt sich für dich komplettiert, helles Mondlicht sich bricht und auf Glück fokussiert, wenn die Form sich verliert, alles golden vibriert und die Kryptographie jedes Wort dekodiert, dann folge den Zeichen und deinem Bauchgefühl, deine Stimme führt dich leise wie im Traum ans Ziel. Aus dem alten Trauerspiel wird eine goldene Fabel und dein Herz wird dich führen wie eine Kompassnadel. Der Weg wird zur Reise und die Reise zum Weg, wenn dein Zweifel sich legt und der Schleier sich hebt, empfang die Götter. So wie Santa Maria und dann öffne dich weit wie in der Bhagavad Gita. Dein Atem singt tiefer und das Mantra der Lieder für dich in deine Stärke wie spartanische Krieger. Forme deine Mudras wie die Arme von Shiva und nutze deine Kraft wie bengalische Tiger. Deine Stimme in dir weiß, dass du alles erreichst, was du willst, weil dein Geist alle Schranken vertreibt. Du kannst alles, was du jemals wolltest, erreichen. Vertrau deinem Herz und folge den Zeichen. Folge den Zeichen. Folge den Zeichen, folge den Zeichen, folge den Zeichen, folge den Zeichen, sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben.
Was ist deine Priorität? Das Spiel wird spielend leicht, wenn man wieder spielen versteht. Such nicht im Außen der Welt, die so vieles erzählt. Betritt den Raum in dir selbst wie eine Bibliothek. Wenn das Netz aller Dinge den Schleier enthüllt und deine flüsternde Stimme dir zeigt, was du willst. Wenn der Zweifel erlischt und der Pfad sich entfaltet und Gewissheit dich magisch begleitet. Wenn sich Licht aus dem Schatten erhebt, jede Maske sich dreht und sich ausdehnt auf alles, was lebt. Wenn der ganze Planet aus den Formeln der Kraft neue Formen erschafft und sich wandelnd bewegt. Das Alphabet des Universums ist Intuition und deine Gedanken sind wie Tintenpatronen. Folge den Zeichen, sie werden dich führen. So schließen sich Kreise und öffnen sich Türen. Eine Stimme in dir weiß, dass du alles erreichst, was du willst, weil dein Geist alle Schranken vertreibt. Du kannst alles, alles, was du jemals wolltest, erreichen. Vertrau deinem Herz und folge den Zeichen. 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 Sie formen die Weichen, weil die Kraft großer Herzen alle Wolken vertreiben. Also folge den Zeichen. Und das Leben wird dich verwandeln. Das Leben wird dich an die schönsten Orte tragen, die du dir nur vorstellen kannst, wenn du dich diesem Wandel hingibst. Eckhart Tolle sagte so schön, wenn du verwandelt bist, dann ist zugleich deine ganze Welt verwandelt. Und um diesen Wandel zuzulassen, dürfen wir unsere Erwartungen beschränken. Und zwar jede Form von Erwartung. Erwartungen, die andere an uns richten oder Erwartungen, die wir an uns selbst richten. Schau, wenn du versuchst, allem und jedem gerecht zu werden, dann wirst du letztendlich in Unfreiheit leben, in Leiden leben. Du schaffst unnötigen Druck. Wir verbiegen uns sehr häufig, um andere nicht zu verärgern oder nicht zu enttäuschen. Und wir vergessen oft unsere Grenzen, unsere Bedürfnisse. Wir versuchen so viele Erwartungen zu erfüllen, dass wir unsere Liebe, unseren Akt der inneren Verbundenheit dabei übersehen. Und dann verlieren wir auch unsere Ziele aus den Augen. Je größer die Erwartungen sind, desto größer auch das Risiko. Und für mich persönlich ist ein ganz, ganz großer Schlüssel in der Erfüllung von Glückseligkeit gewesen, dass ich keine Erwartungen mehr habe. Es ist eine ganz große Kunst. Und natürlich tappe ich oft in die Falle. Wenn ich neue Folgen mache, wenn ich neue Videos mache, wenn ich Dinge kreiere, die ich persönlich schön finde und ich sende sie in die Welt und ich sehe beispielsweise, dass sie ganz wenige Aufrufe haben, dann ist meine Erwartung, dass ich viele Herzen damit berühre, vielleicht nicht erfüllt und ich komme in den Schmerz. Und für mich lag ein großer Schlüssel darin, mir Zahlen nicht mehr anzuschauen. Videos zu machen, in die Welt zu senden und nicht mehr darauf zu achten, wie oft die gesehen oder angeklickt werden. Und natürlich gelingt es mir nicht immer, doch es ist ein riesen Befreiungsschlag für mich selbst gewesen. Und dann bin ich teilweise doch erstaunt, wie sich manche Sachen entwickeln, weil ich in der Erwartungslosigkeit immer wieder sehe, dass ich mich wie ein Kind überraschen lernen kann. Und das wiederum hat viel mit liebender Annahme des Wandels zu tun. Schau, wenn wir lernen, den ständigen Wandel zu erkennen und anzunehmen, dann können wir viel leichter mit dem Leben umgehen. Und gerade in der heutigen Zeit, in der wir uns in so schnellen Wandlungen befinden, ist es eine ganz hilfreiche Tugend. Wenn wir erkennen, dass sich alles ändert, dann greift unser Geist nicht länger nach bestimmten Dingen. Dann können wir leichter fließen. Können wir uns leichter hingeben. Und somit wird unser Geist schneller friedlich und wir können uns für den Augenblick und für die Schönheit der vergänglichen Dinge öffnen und erkennen so schön, was wirklich auf uns wartet. Oftmals unterliegst du vielleicht der Illusion, dass dir etwas genommen wird, dass das Leben dir gefühlt etwas nimmt und du spürst, dass es nie wieder so werden wird wie zuvor und fokussierst dich zwangsläufig nur auf das, was du nicht mehr hast, was du nicht mehr siehst. Beispielsweise, wenn du verlassen wirst, wenn dich dein Freund oder deine Freundin, deine Partnerin, dein Partner verlässt und du nur noch auf die gemeinsamen Momente achtest und feststellst, dass du jetzt im Moment alleine bist. Doch
Vielleicht wartet ja auf dich die wundervollste Beziehung der Welt. Vielleicht erfährst du dadurch die schönste Beziehung zu dir selbst, die du vorher niemals so kreieren hättest können. Vielleicht warten auf dich wundervolle Momente inniger Freude mit dir und mit deiner Liebe zu dir selbst. Viele Jahre bevor ich mit Johanna zusammen war, hatte ich eine sehr intensive, sehr starke Beziehung zu einer wundervollen Frau. Und als wir uns getrennt haben, trauerte ich über Jahre hinweg dieser Beziehung nach. Und ich hatte wirklich den Eindruck, dass mir die schönste Beziehung, die tollste Frau der Welt genommen wurde. Dass ich sogar selbst dafür sorgte, dass sie nicht mehr in meinem Leben ist, und ich konnte mir das nicht vergeben. Ich hielt immer wieder an der Vergangenheit fest. Und das sorgte für sehr großes Leid. Ich habe mich dann irgendwann betäubt, ich habe dann immer mehr geraucht und ich habe mich verloren und ich habe viel drüber gesprochen, aber es trotzdem nicht eingesehen und ich war nicht in meiner Dankbarkeit. Hätte ich gewusst, dass nach dieser Zeit die wundervollste Frau, die ich mir überhaupt nur vorstellen könnte, auf mich wartet und mir das zauberhafteste Kind der Welt schenkt, mit dem wir gemeinsam ein Familienleben führen, das ich mir so als Familie niemals hätte erträumen können, hätte ich mich entspannt. Und deshalb freu dich, falls du verlassen worden bist, freu dich jetzt schon auf den Moment, in dem das Leben dich überrascht, auf den Moment der innigen Freude. Bevor ich mit Johanna zusammenkam, habe ich mir ganz viele Momente der Freude kreiert. Du kennst die Geschichten. Ich habe mich ins Wellnesshotel eingeladen, ins Restaurant eingeladen, ins Kino, und ich habe eine intensive Zeit mit mir geführt, eine Liebesbeziehung mit mir selbst erschaffen. Um dann die wundervollste Frau auf diesem Planeten für mich und meine Realität zu finden. Und es ist wirklich cool, weil ich glaube, dass es auch für dich gilt. Weil ich weiß, dass es für jeden gilt, der es zulässt. Und dabei spielt Alter keine Rolle. Du kannst im Alter von 60, von 70, von 80 Jahren deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin finden und du kannst Momente voller inniger Freude mit dir und deiner Liebe zu dir selbst erschaffen. Die schönste Beziehung, die du dir nur vorstellen kannst, kann jetzt noch vor dir liegen. Und solltest du älter sein, solltest du das Gefühl haben, dass du durch dein Altern Dinge nicht mehr erfahren kannst, dass dir das genommen wurde, was du so geliebt hast, dann erkenn das, was jetzt auf dich wartet, was du jetzt in diesem Moment hast. Du hast mehr Weisheit, du hast Entspannung, du hast weniger Unsicherheit. Kannst du dich noch erinnern, wie anstrengend das Leben mit 16 oder mit 20 war? Wir neigen oft dazu, auf das zu schauen, was uns fehlt, beispielsweise die Vitalität und die unglaubliche Spontanität, die man mit 20 Jahren hatte. Doch du hattest auch einen Haufen Unsicherheit und dir fehlt ein Haufen Stabilität, auch wenn du es damals noch nicht gecheckt hast. Das Leben war deutlich anstrengender in diesem Alter. Und jetzt bist du älter, du hast vielleicht die schönsten Reisen vor dir. Du bist bewusster denn je, du bist vielleicht klarer denn je, du bist tiefer in dir verankert. All das sind Dinge, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Also achte auf das, was du jetzt hast, um dem Wind deines Lebens zu folgen. Und wenn du Kinder hast, Kinder, die älter werden, und du trauerst der Zeit des Kuschelns und der Zweisamkeit mit deinem Baby hinterher, dann erkenn, du hast immer mehr Zeit für dich. Zeit für deine Autonomie, für deine wundervolle Unabhängigkeit als Liebeserklärung für dich selbst. Du kannst vielleicht wundervolle neue Begegnungen und Beziehungen erschaffen. Du hast Optionen, die vorher nicht da waren. Und der Wind des Lebens wird dich zu den schönsten Atollen und paradiesischsten Inseln führen. Wenn du dich nicht festhältst. Wenn du dich nicht irgendwo festhältst und darum flehst, dass es so wird wie früher, dann kann der Kosmos für dich regeln. Und glaub mir, der Kosmos regelt gut. Vertrau dem Wind des Lebens. Und er wird dir immer wieder flüsternd Wunder in dein Leben tragen.
Und dann vertrau dem Wandel und der Kraft des Wandels und der Kraft des Lebens. Das gelingt, wenn wir hinschauen, wenn wir immer wieder auf das schauen, was wir haben. Und da es die letzte Folge vor der Sommerpause ist, möchte ich dir einen Song zeigen, den es als Remix-Version so noch nie zu hören gab. Er ist viele Jahre alt und er ist dennoch sehr, sehr schön. Es ist mein Song Flossenschlag von meinem Album Spirit in einer anderen Version mit einigen anderen Zeilen auf einem anderen Beat zu Hause in meinem damaligen Wohnzimmer aufgenommen und dennoch mit sehr viel Liebe für dich gemacht. Und den Song möchte ich dir jetzt ganz exklusiv schenken und wünsche dir viel Freude mit Flossenschlag. We can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back. Into the light, into the light. We can climb out of hell. Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart? In jeder Knospe, jedem Blatt und jedem Flossenschlag. In jeder Wolke, jedem Bach und selbst in jedem Stein sieht man das Leben gedeihen. Es erhebt sich allein. Hast du jemals gesehen, welche Kraft in uns liegt und je versucht zu verstehen, was es noch gibt? All die Vielfalt, die Farben und die Wunder der Welt, von denen dein Großvater vielleicht Stunden erzählt. Es ist zauberhaft, was ein Mensch geben kann, und genau die Kraft hält dein Leben lang, wenn du es sehen kannst und jetzt deswegen nix, na dann weißt du ja, wie wunderbar das Leben ist. Hast du je bemerkt, wie du leicht schwebst, wenn du liebst und dir all deine Schwächen und die Fehler vergibst, wenn du lediglich bist und erkennst, dass du stetig das kriegst, was du schenkst, du bist, was du denkst. Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag. Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag. Hast du jemals hingesehen, für was du danken kannst, wenn du friedlich schläfst oder eine Nacht lang tanzt? Hast du jemals darauf geachtet, wie du einen Gedanken pflanzt und die ganze Angst verschwindet hinter sanftem Glanz? Hast du je probiert, auf ganz verschiedenen Wegen Kraft und Liebe zu geben, ganz verliebt in das Leben, voller friedlichem Segen und Gelassenheit? Der Schlüssel liegt im Vergeben und in Dankbarkeit. Hast du je beachtet, was du selber schon geschafft hast und dabei je betrachtet, wie du anderen Menschen Kraft gabst, wie du einen Satz sagst, der alles ändern kann? Jeder Neubeginn fängt nur im Denken an. Hast du gehört, dass Menschen nur an große Taten glaubten und dann mit eigenen Händen hohe Kathedralen erbauten? Hast du jemals nur gestaunt und geweint, wenn sich die Schönheit dieser Welt in einem Augenblick vereint? Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag? Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag? Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag? Hast du jemals hingesehen, wie sich das Leben offenbart, in jeder Knospe, jedem Blatt, in jeder Wolke, jeden Tag, in jedem Tropfen und in jedem Flossenschlag? Und so dürfen wir immer wieder lernen, hinzuhören und hinzusehen. Wenn wir Musik mit einem ruhigen, mit einem wirklich konzentrierten, gegenwärtigen Geist hören, dann greifen wir nicht nach Noten oder Melodien. Wir erfahren die Abfolge der Klänge, der Töne, die einfach in diesen Raum fließt, den Raum der Unendlichkeit, in dem wir uns befinden. Und das Fantastische an unserem Geist ist, dass er immer nur eine Sache macht. Der Geist kann entweder hören, die schöne Musik hören, die wundervolle Komposition erkennen, oder er kann sich wünschen, dass etwas anders wird und in den Widerstand gehen.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Erwartung loslassen dürfen, weil Erwartung bedeutet, mit dem Gedanken in der Zukunft zu sein, anstatt in der Gegenwärtigkeit. Und wenn wir Kompositionen zuhören, wenn wir Menschen lauschen, wenn wir Momente genießen, ohne zu versuchen, sie festzuhalten, dann können wir ihre wahre Schönheit in ihrer Offenbarung erfahren. Dann spüren wir, dass da etwas entsteht, auf das wir uns einlassen dürfen. Und umso offener wir das tun, umso tiefer wird die Erfahrung gehen. Umso tiefer wir uns da hinein entspannen und dem Geist erlauben, sich zu offenbaren, umso tiefer öffnen wir uns für den Fluss, für das Meer, für die Tiefe. Dann sind wir präsent. Und dann können wir Wandel annehmen. Dann können wir dem Wind des Lebens folgen. Und dann haben wir Freude. Das gelingt vor allem, wenn wir ruhig sind, wenn wir bei uns sind. Und das führt zu meinem persönlichen Plädoyer, wenn du so möchtest, dass wir immer wieder lernen, unser Leben zu entschleunigen. Dass wir einatmen und ausatmen. Und dass wir unsere Gedanken beruhigen. Dadurch werden wir im Übrigen schneller. Wir denken, dass wir Produktivität einbüßen, doch wir werden schneller. Wir werden effektiver. Wir haben Zeit zum Ausruhen, zum Nachdenken, zum Eintauchen. Wir lernen, uns und das Leben wert zu schätzen. Wir werden dankbarer. Wir werden kreativer. Und deshalb sollten wir die Signale wahrnehmen. Und deswegen mache ich jetzt eine kleine Sommerpause, was diesen Podcast betrifft. Ich habe mir etwas Wunderschönes überlegt, das dich während dieser Pause weiterhin inspirieren darf, und ich hoffe, es macht dir viel Spaß. Wie du weißt, bin ich jetzt fast jedes Wochenende auf Tour. Und in den Tagen, in denen ich zu Hause bin, möchte ich einfach ganz besonders viel Zeit mit meiner Familie verbringen. Mit dem Erschaffen meiner Songs, aber vor allem mit Johanna und mit Finn. Und ich spüre, dass es jetzt gerade erzwungen wäre, in den nächsten Wochen und Monaten weitere Folgen aufzunehmen. Wir haben im August außerdem einen kleinen Familienurlaub geplant und ich möchte in diesem Urlaub ganz da sein, ganz präsent sein. Doch was ich über alles liebe, ist, kleine Aufnahmen, kleine Filme zu machen, die ich auf Tour in den Hotels schneide. Da ich in den Hotels sowieso am Abend in meinem Zimmer bin, kann ich das ganz wunderbar nebenbei machen, ohne dass Finn und Johanna weniger Zeit mit mir haben. Und ich liebe es tatsächlich, schöne Momente einzufangen. Und so habe ich mit meinem Team gemeinsam begonnen, bei den Konzerten in Zürich aufzunehmen, was wir erfahren haben. Weniger die Konzertmomente, sondern eher die schönen persönlichen Tourmomente von uns, wie wir uns den Zürichsee angeschaut haben, wie wir von der Stadt verzaubert waren, wie wir unterwegs waren, wie wir uns vorbereiten, wie wir lachen. Du siehst einfach ein bisschen hinter den Kulissen, was es bedeutet, auf Tour zu sein und wie sehr wir es lieben, auf Tour zu sein. Und so möchte ich dir als Geschenk und als wunderschönen Bonus während dieser Pause regelmäßige Tour-Videos auf YouTube schenken. In wenigen Tagen kannst du auf meinem YouTube-Kanal, auf Seom Official, schon das erste große Tour-Video sehen von unseren Konzerten in Zürich. Und wir werden in den meisten Städten immer so ein bisschen nebenbei filmen, wie es gerade geht. Und ich werde diese Videos dann in den Hotels für dich schneiden und regelmäßig online stellen. Und ich glaube, dass wir so eine ganz schöne Überbrückung für diese Sommerpause für dich und für mich haben. Und ich spüre, dass ich da große Freude dran habe, dass ich liebend gerne filme und schneide und dich so gerne mitnehmen möchte.
Und wenn du live dabei sein möchtest, wenn du diese Momente der Verbundenheit miterleben möchtest, wenn du live Geschichten hören willst, Geschichten, die ich übrigens nur live auf Tour erzähle, meine schönsten persönlichen Geschichten, Zen-Geschichten und auch zwei ganz neue Songs, die es noch überhaupt nirgendwo zu hören gab, erzähle ich natürlich live auf den Konzerten in den Städten. Und so lade ich dich von Herzen ein, uns zu besuchen. Wir spielen in diesem Jahr noch in Köln, im großen Theater, im Milowitsch-Theater, in der Volksbühne am Rudolfplatz. Wir spielen beim One Spirit Festival in Freudenstadt. Wir sind in Dresden. Wir sind in Leipzig. Wir sind auf Festivals im Süden. Es gibt Seminare in Augsburg und in Stuttgart. Wir sind nochmal in der Schweiz. Wir sind in Nürnberg und in Österreich, sowohl in Wien als auch in Steyr. Und für das kommende Jahr, für 2022, haben wir auch schon viele Konzerte. Einige haben sich verschoben von diesem Jahr durch die Corona-Bedingungen auf das nächste Jahr. Und ich habe unter anderem auch schon für die kommende Tour im Jahr 2022 Locations in Zürich gemietet. Dort sind wir wieder in dem wunderschönen kleinen und schnuckligen Theater, in dem wir jetzt gespielt haben. Wenn du da dabei warst oder für nächstes Jahr gerne Tickets möchtest, dann besuch mich gerne auf seommusic.de. Und order dir dein Ticket für eine der Städte, die in deiner Nähe sind oder in der du vielleicht sogar lebst. Und so freue ich mich sehr, wenn wir uns live begegnen. Jetzt liegt mein absoluter Fokus gerade auf diesen Konzerten, auf den Momenten der Verbundenheit auf der Bühne. Das ist das, was ich meiner Meinung nach am besten kann, was mir am allermeisten Freude macht, wo ich am allergrößten leuchte, am allermeisten Spaß habe. Und den Spaß zelebriere ich jetzt mit ganzem Herzen. Und wenn du willst, mit dir zusammen. Das würde mich sehr freuen. Und wenn es nicht geht, dann vielleicht in den Tour-Videos ein klein wenig, dass du mit dabei bist. Die findest du auf meinem YouTube-Kanal. Möchtest du mich unterstützen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den YouTube-Kanal einfach abonnierst, abonnieren drückst, die Glocke drückst. So werden die Videos sichtbarer und es sehen mehr Menschen. Und wenn du uns auf Social Media folgst, auf seom.music auf Instagram oder auf Facebook, kannst du uns jeden Tag ein klein wenig zuschauen, wo wir gerade sind, was wir erleben und bekommst jeden Tag eine kleine Inspiration von mir in Form von einem Post oder einem Video. Und so freue ich mich, dass wir weiterhin verbunden sind, auch wenn dieser Podcast ein wenig Pause macht. Ich vermute, es geht ab September weiter. Ich will es mir ein klein wenig offen halten, weil ich auf mein Gefühl hören möchte und mich frei von der Erwartung halten will, ganz im Sinne des Windes, dem wir folgen dürfen. Und so kann ich mir gut vorstellen, dass wir uns ab September wieder hören mit der nächsten Podcast-Folge oder ein klein wenig später, je nachdem, wo die Winde mich gerade so hintragen. Ich danke dir sehr, dass es dich gibt. Ich danke dir sehr für die Unterstützung, für deinen Support, auch für die Unterstützung in den letzten 1,5 Jahren. Und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen gigantischen Wellenritt, viel Freude beim Surfen mit den Winden des Lebens. Und auf dass du deine Segel immer in Liebe und Dankbarkeit in die richtige Richtung setzt. So sei es und so möge es geschehen. Danke, dass es dich gibt. Im Zeichen des Guten und im Namen der Liebe, dein Gefährte Seom.